So, hi Markus, grüß dich. Alles klar, wir machen weiter. Hallo YouTube, es geht weiter mit Zelda. Twilight Princess in HD. Oh, guck mal, den kennen wir doch. Ach nee. Was in aller Welt machen diese Zoras eigentlich? Der Fluss ist völlig ausgetrocknet. Was kann da nur passiert sein? Die hat eine geile Frise. So kann ich ja wohl kaum arbeiten. Ist das kalt? Ach, wenn es doch nur etwas wärmer wäre. Ist es aber nicht. Hallo, Knight. Und hallo, Ares. Oh ja, ich brauche ganz viele Herzen. Wie wär's damit, ne? Frau, kümmere dich nicht um die Geräusche, die ich hier mache. Die Grabgeräusche. Ich könnte die wahrscheinlich sogar angreifen, die wird's nicht merken. Weil ich eine Schattenkreatur bin. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich muss die Käfers finden, ne? Vorn und zu Käfer sind's. Da sieht's nicht gut aus. Kann ich ins Flussbett runter? Ja. Ja. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Moin Hellboy, grüß dich. Ach, das ist wieder Fledermäuschen, ist ja wunderbar. In Maultaschensoße? Was? Maultaschen mit Maultaschen mit Maultaschensoße, genau. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Hab gerade gedacht, ist das kalt hier? Und das ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich noch die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht gar keinen von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir diese Zoras. Die rote Zora und ihre wilde Bande. Ich hab keinen Bock auf Fledermäuschen, ich lauf mal hier durch. Ja, sie stöhnt komisch, ich weiß. Ja, Tommy, freut mich, dass es dein erster Stream von mir ist. Grüß dich. Welcome to the stream in German. Ja, ich weiß, dass ich durchsichtig bin, Marie. Ich habe wieder Feenstaub, aber es geht nicht anders, weil es spinnt. Stardew Valley, nein! Das spiele ich nicht, Bodder. Das spiele ich nicht. Das ist... Ich habe keinen Bock auf so Spiele, wo so ein ewig großer Hype drum gemacht wird. Ja, leider auch um Dark Souls, aber das habe ich ja damals quasi angefangen. Den ersten Teil bin ich damit groß geworden. Oh, muss, ja, ich habe mir schon gedacht. Von hier aus können wir nach oben, probieren wir es. Wie gesagt, das ist halt wieder so ein Hype-Scheiß und das will ich nicht spielen. Nein. Nope. So much nope. Hä? Oh, die kann ich durchbrechen. Ich spiele ja gern neue Spiele auch, aber nicht irgendwie alles was aus der Richtung. Was ist da los? Warum? Hab doch nichts falsch gemacht, oder? Nam nam nam. Böses Fledermäuschen. Hau ab jetzt. Dudelidelüdin. Was ich arbeite? YouTube. Nein, ich arbeite YouTube Vollzeit. Noch. Oh. Ist richtig gefährlich hier alles. Ja. Midna ist super, die hilft uns hier überall. Glitzere im Sonnenlicht. Ja, ich weiß. Leute, ich kann es nicht ändern. Jetzt geht man nicht immer fest. Auf den Sack, bitte. Ah, oh, das Licht hier ist wieder ganz schlecht. Warte mal. Nur ein bisschen weniger. Aber ich will halt nicht wieder um mich rum Glitzerstaub. Da bin ich lieber ein bisschen durchsichtig. Das ist halt die Beleuchtung hier. Ist nicht so geil. Was? Boschelosch. Genick gebrochen. Nein, oh Mann. Ah. Ich
Wow, was? Das ist so hektisch manchmal, ne, dieses Kampfsystem. Aber der war doch schon tot! Jetzt aber nicht mehr, ne? Danke. Ich mag nicht mal Harvest Moon, deswegen werde ich das nicht spielen, Bordersee. Sorry. Nein. Nein, nein, nein. Jetzt gibt's ja auch ein Portal, dann können wir endlich warpen. Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag's mir einfach, ich bring dich hin. Warum nicht? Aber jetzt erstmal nicht. Hey, schau mal. Da unten, sieh dir das mal an. Da sind ganz viele Zoras. Huch. Hey, das sind doch die Zoras, oder? Aber sieh dir das nur an. Was ist mit denen passiert? Und was meinst du? In diesem Zustand können wir die doch nicht sich selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollen wir sie nicht dann wenigstens auftauen? Naja. Aber hier fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollen. Vielleicht könnte ich dich ja besser... Was könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären? Es gibt jetzt auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn wir etwas finden, womit wir das Eis schmelzen können. Ja, ich glaube, wir müssen hier sogar zurück, oder? Weil ich jetzt keine Möglichkeit sehe. Leder, ich spiele sowas wie Harvest Moon nicht. Mag ich nicht sowas. Das ist einfach nicht mein Genre. Das ist für mich Zeitverschwendung, ehrlich gesagt sogar. Jeder sieht's anders, aber das macht mir keinen Spaß. Deal with it. Was ist denn jetzt das Portal? Ich hätte gesagt, hier gibt's ein Portal, aber... Ich muss wieder zurück nach Kakariko, ja. Ne, wie gesagt, wenn das Spiel so gehypt wird, dann nervt mich das nur und ich habe gar keinen Bock mehr, es zu spielen irgendwie. Oh, nein. Wölfchen. Guck mal, von da ganz oben runterfallen, das kostet mich gerade mal ein Herz. Nam, nam, nam. Wie kann ich jetzt eigentlich nochmal teleportieren? Warte mal. Ach, Portale einblenden. Wow. Jetzt auf einmal sehe ich sie, ja. Muss ich jetzt doch wieder ganz hoch, ne? Ob ich am 12.04. hoch durchlade und hochlade auf YouTube. Ich werde es erstmal so durchspielen und dann streame ich es, ja. Well. Zieh dich doch hoch. Nicht loslassen. Hochziehen! Wo sind denn jetzt die Portale? Ich sehe das gar nicht. Hallo, Zakte. Zakzuya. Achso. Ach nee, ach, ich kann jetzt einfach überall hin warpen. Wow. Wo waren jetzt? Hier war das Dorf, ne? Todesberg. Oder wir gehen zum Todesberg, komm. Ach so, na gut. Ich kann mich jetzt schon überall hin teleportieren. Danke. Jetzt bleib ich auch ein Wolf. Hm.
Wie soll man darauf kommen? Dieser Stein ist ja immer noch hier und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Ach, den kann ich jetzt da hochwarpen. Wie soll man denn darauf kommen? Hat man irgendwann einen Tipp bekommen oder wie, wenn ich da rausgehe? Die Kleine ist ganz schön heftig. Am 4. Firefist. Am 4. Darf ich anfangen mit Dark Souls? Was habe ich? Insta? Instagram? Nee, hab kein Instagram. Nur Twitter. Kein Facebook auch nicht. Ich hab Wein. Wein habe ich auch. Ach ja, gleich mit den ganzen Zoras getötet. Kann man mal machen. Ja, coole Sache. Damit haben wir das Wasser wieder gebracht. Und ich kann jetzt jederzeit warpen, auch wenn ich ein Wolf bin. Ja, das Seelentau auffüllen soll ja immer nervig sein. Bucky. Aber das ist ja, glaube ich, das letzte Mal jetzt, dass ich das machen muss, ne? Unglaublich, wofür man so einen heißen Stein alles verwenden kann, findest du nicht? Also dann, den Zoras ist fürs Erste geholfen. Gehen wir. Schließlich ist das Eis gebrochen, da dürfte auch Wasser im Hylia-See sein. Also können wir auch zu diesem Lichtgeist, oder? Kann ich hier nichts mehr machen? Oha, sind wir ganz schön viele Zoras. Okay, ich glaube, die sagen alle nichts. Gibt es irgendeinen besonderen Zora, mit dem man reden kann? Du vielleicht? Ich kann mich nur als Wolf warpen. Oh Mann. Ist ja schade. Danach muss ich überall hinreiten dann, ne? Warte bitte! Hä? Oh! Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Zora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Und sie kann uns sehen. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Oha. Du, der du die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast, ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Ralis, nach Schloss Hyrule zu gehen und die Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held, in Gestalt eines Tieres, du musst Prinz Ralis helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Zoras unter Wasser frei zu bewegen. Cool. Bitte, hilf meinem Sohn. Erstmal muss ich ja die Schatten hier. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Zora im Wasser zu tauchen. Was tun also, großer Held? In der Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen doch nicht unter die Augen treten. Hehehe. Vielleicht solltest du ja davor noch dieses Land für die Welt des Lichts zurückerobern. Ja, das machen wir doch. Tja, das machen wir doch. Habt ihr Girls Day dann dir, du Marie? Das ist schön. Freue ich mich schon für euch. Ihr könnt ja Vicky mitnehmen zu einem Girls' Day. Nein. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zum Hylia-See. Warum lässt du dich nicht einfach von der Strömung treiben? Ja, ist klar. Es ist ein reißender Strom, natürlich. Springe ich jetzt rein und lass mich runterspülen. Oh, da ist noch was. Guck mal. Nein! Oh nein. Man muss sagen, als Wolf gibt er mehr von sich als Link. Hm.
als. Beinahe als zu viel, ne? Na, auch schon wach. Sieh dich ruhig um. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Hylia-See bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Hehe. Also lass uns gehen. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Na gut. Dann brauche ich jetzt wieder das Gefäß, ne? Für diese Lichtgeister. Wir rollen nachher auf die GC. GC, we rolling. Oh. Ich bin der Letzte der von den Schatten umfangenen Lichtgeister. Von den Göttinnen auserwählter Held, du hast es bis hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, füll es in diesen... Du hältst den Tiegel des Lichts. Ja. Danke, Spiel. Ihr müsst mir nicht alles 10-mal vorkauen, danke. Die Schattenkäfer haben mein zerstreutes Licht, aber wie du weißt, sind in den Schatten die Schattenkäfer ebenso wie Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige die letzten Schatten in Hyrule. Geil. Machen wir mal. Hans im Glück ist richtig lecker, ja. Aber auch teurer ein bisschen, ne? Geile Burgerbude, muss man sagen. Ja, wie gut, dass wir eine Minimap haben und da steht alles drauf, wo die sich befinden, die Viecher, ne? Warte mal, da drüben auf der Insel ist eins. Ein Zora. Was ist das denn? Die rote Zora und ihre wilde Bande. Nam nam nam. Das ist eine Rubine. Ja, Wacky, verrat mir doch nicht die ganzen Tipps jetzt schon, bitte. Das hast du vorhin schon geschrieben und ich habe extra nicht geantwortet. Sei so gut. Ja, Marie. Das wird super. Die Gamescom. Nam, nam, nam. Kommst du mal her? Wow. Hast du ja nur gut gemeint, Wacky, aber trotzdem, ich möchte es gerne selber spielen. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann könnt ihr Tipps geben, bitte. Danke, Schatz, mit A kann ich angreifen, das ist ja krass. Nam, nam. Kommt zusammen, kommt. Hey, Scholli. Okay, da haben wir wieder eins. Wo ist denn das Vieh versteckt? Da unten irgendwo, hm? Wieder oben. Na. Kann er Leitern hochklettern als Wolf? Nee, ne? Wäre auch zu lustig. Oh nein. Komme ich denn jetzt hier raus, sag mal? Den Fluss kann ich ja nicht wieder zurückschwimmen, oder? Oh, was? Hm, dieses Gras da. Ist das nicht das, mit dem du den Vogel gerufen hast? Oder den Vogel rufen kannst, wenn du es als Flöte verwendest? Wenn du jetzt nicht flöten kannst, dann stelle ich doch einfach neben das Gras und heul die Melodie. Ja, kann man machen, ne? Ich finde das voll nett. Oh. Wie schön er heult. Ich find's so nett. Ja, und dann freut er sich noch und dreht sich im Kreis. Das weiß keiner, Shuriko. Thank you.
Warum muss ich jetzt wieder fliegen? Das habe ich nicht so gerne gemacht. Ja, genau, Bruder. Hey, listen, listen, hey, hey, listen, listen. Navi war schlimm. Und nicht schon wieder. Ich will nicht schon wieder hochfliegen. Ich kann mich... Ach nee, die sind hier jetzt versteckt, die Viecher. Kann ich die angreifen? Was für... Kann ich die nicht angreifen? Ich will runter, dich hoch, du doofes Vieh. Ach, durchfliegen hilft, na gut. Ja. Geh doch mal hoch. Nee. Das hat sich total schwer lenken, ne? Oh, ich hab's. Fantastisch. Oh ja, mit so viel Wasser ist es alles viel leichter. So, sind noch 6 Stück. Achso, die müssen jetzt auch hier oben am Hylia-See sein, oder? Ja, es ist leider echt so, Lia. Das Gamescom ist leider so ein bisschen YouTube-Tourismus geworden. Ne? Die wollen dann ihre Lieblings-YouTuber treffen und... Deswegen ist da auch immer voller, glaube ich. Ich kann es verstehen, dass Gronkh da maskiert rumläuft, ne? Ich würde es auch nicht anders machen, glaube ich. Wenn ich da so einen krassen Andrang hätte wie er. Habe ich aber nicht zum Glück. Das ist ein bisschen belastend. Belastend. Wo ist das Vieh? Das muss hier irgendwo sein. Oh, da versteckt sich's. Was ist denn das? Ein Insekt? Wie widerlich. Das ist ja riesig. Auf dem Land findet man wirklich die schrecklichsten Dinge. Arr. Nam. Hab schon. Oh, ist es hinüber? Hab ich mich erschrocken, wenn ich da, die doch bloß nicht mehr hier auftauchen würden. Ach, es passiert einfach nichts Gutes mehr. Auf der Arbeit nicht und privat erst recht nicht. Och ja, roll nicht so rum. Das wird schon wieder. Was ist denn hier? Angelteich. Angeln mit Pose und Köder. Anfänger willkommen. Kompetente Begleitung wird gestellt. Cool, dann kann ich angeln gehen. Dann brauche ich wieder Bienen. Larven und was nicht alles. Wee. Wieder 2 Zoras. Die scheinen ja friedlich zu sein zu den Menschen. Ob Prinz Ralis hier vorbeigekommen ist? Also, dies ist die einzige Wasserstraße, die nach Schloss Hyrule führt. Komm, gehen wir ihn suchen. Platsch, platsch. Ah, dann geht's wieder runter, hä? Huh? Oh ja, Hellboy, die Hotels sind richtig teuer. Gut, dass wir hier schon in Köln wohnen, sonst würden wir, glaube ich, nicht so lange bleiben auf der Gamescom. War da nicht ein Stein? Ja, Scholli, aber ich kann nicht sprengen, weil ich habe keine Bomben. Ich kann nur Subs schreiben. Ich finde das hier total cool aus mit den Panda-Gesichtern. Mhm. Prinz Ralis ist doch so jung und die Königin ist tot. Wenn wir zu viele Kräfte für den Suchtrupp abzweigen, ist die Bewachung der Höhle nicht mehr gesichert. Hm. Boah, das ist mitten auf dem See hier, das Vieh. Erst die Königin und nun auch noch der Prinz. Man sollte an solche schlimmen Sachen nicht einmal denken. Komm, nicht werde ich jetzt wieder runtergespült. Bam. Sie hat schon alles ausgebucht auf der Gamescom, krass. Das ist krass. Nicht einbuddeln, das gibt's nicht hier. So, wie komme ich jetzt den Wasserfall rauf? Toll. Danke für die Rubine.
Ich hab ja so viel Platz. Ui. Dort ist auch noch ein Felsen, seht ihr? Hey, wenn ich dann unter Wasser atmen kann oder schwimmen kann wie die Zoras, dann könnte ich ja theoretisch dort noch die Felsen zerstören. Hey. Der Tunnel zu den Schneebergen scheint noch zugefroren zu sein. Wird wohl noch eine Weile unpassierbar sein. Von hier aus kommen wir nach oben. Cool, dass sie dabei ist, ne? Midna ist echt zu gebrauchen. Warte kurz. Ich glaube, hier geht's weiter. Hm? Aber da oben wäre vielleicht noch ein Secret. Na egal. Kommen wir später. Oh. Na, was mach ich denn? Oh, na gut, komme ich nicht vor. Was macht denn die Kamera hier? Habt ihr das gesehen? Die spinnt total rum. Hi, Sam the Fable. Grüß dich. Die Kamera ist hier total rum. Spacken. Ja, was willst du? Na, nicht warpen. Ich wollte, dass du mich da hochbringst, Mädchen. Geht's jetzt nicht mehr da hoch? Ach komm. Du willst mir nicht erzählen, dass du mich jetzt nicht da hochbringen kannst mit einer, oder? Das gibt's doch gar nicht. Moin, Captain Raz. Grüß dich. Ja, toll. Jetzt muss ich alles nochmal neu erklettern, oder wie? Oder wie? Oder was? Ebene von Hyrule. Ja, ist auch von Felsen versperrt. Habe ich jetzt schon alles entdeckt hier? Ja, ich weiß. Hast du mir geschrieben. Wacki, jetzt. Reicht jetzt.